Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MG. Guten Tag. Und sagen wir mal so, ich musste den Linksverteidiger wechseln. Oh Gott, direkt mir fehlt was. Hier ist er, Holmes Dennis heißt er. Bronzespieler, hat 79 Tempo immerhin. Hat gekostet irgendwie 1,5 oder so. Wir betreiben so richtig. Oh, das ist voll die billige Challenge. Alter, wie der durchgelaufen ist. Ja. Gucken wir mal, wer das jetzt gewinnt. Ja, mittlerweile wird es interessant. Bender holt sich gleich erstmal wieder eine rote. Nee, nicht. Es wird kein so ein Blutfest wie Easy Game, easy abgelaufen hier. Ach, wer ist der, weißt du? Aber man merkt schon, das Spiel wird langsamer durch die Spieler. Ja, warum geht das nicht? Das einzige war. Alter! Oh, was? Dass ich dann noch an den Ball komme. Ja. Frechheit. Ja, als ob er mich überläuft, weißt du? Lauf doch weiter! Nee, nee. Alles chillig. Da weiß man, wieso das eher Bronzespieler ist. Was? Den der Helder. Bekommt den Patschen noch ran. Natürlich. Guter Torwart. Gar kein Problem. Aber nicht zu viel hin und her. Na komm. Ah, der läuft weg halt, ne? Angst vor dem Ball. Da gegen den Bronzespieler will er durchkommen. Richtig süß. Alter, es ist halt so krass. Du kannst halt auch wahnsinnig gute Bronzespieler haben, wenn die Werte passen, die sie brauchen. Ja, das ist es halt, ne? Deswegen habe ich im Ultimate Team immer die Leute gefürchtet, die im Bronze-Team hatten. Ja. Weil die genau wissen, was sie brauchen. Naja. Und die machen dich halt gnadenlos fertig. Und wenn du gegen die spielst, haben die auch ungefähr deine Stärke, sag ich mal. Ja. Und, ja, die sind ja irgendwie auch dahin gekommen. Ja. Das ist ja halt so das Problem. Die können sich halt relativ billig im Team zusammenbauen, aber halt trotzdem mit Werten, wo du sagst, leck mich am Arsch, ist das krass. Die Werte, wenn die für die Position so und so sind, einfach top sind. Ja. Oder musst du halt voll im Game sein. Ah, schade. Na, rutsche ich vom Pad ab. Alter, nicht zu ihm. Nee. Oh, geht schon anders. So mein Ball gewesen. Ja, nee, alles gut. Das war B. Hat beinahe funktioniert. Hier hat's funktioniert. Nee. Was? Wahrscheinlich setzt er sich durch, oder? Ja, natürlich. Hast du doch gesehen. Ups. Hup. Nee, 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 nee. Willst du nicht wieder ein Tor kassieren? Nee. Ich hab ja schon eins. Gegen dich. Ja, ja. Zwei. Also Hut ist super. Gut geht's gut, ey. Der kann was. Ich kenne nicht mal den Verein, wo er spielt. Vom Logo her. Dritte Liga. Bitte. Ah,
Vom Logo her sagt er mir nichts. Also kein Traditionsverein wahrscheinlich. Ist auch kein deutscher Verein. Ach so, nicht deutsche dritte Liga. Ja. Welche denn? Weiß ich nicht. Gibt's ja nicht mehr viele dritte Ligen wahrscheinlich. Premier League wahrscheinlich. Ich glaube, dass die dritte französische Liga noch drin ist. Keine Ahnung. Spanische könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Zwei nur hinten hier, das gibt's noch nicht. Gefühlt macht so ein Bronzespieler aber auch immer direkt das Spiel komplett kaputt, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, eigentlich ist es fast ausgeglichen dann am Ende. Aber selbst im Spielaufbau, wo er nichts zu tun hat, der Junge. Ja. War schon mit dem Abseits gespielt, ne? Mhm. Da ist viel Platz. Ja. Zu viel Platz für meinen Geschmack. Lass mal antäuschen. Ah, komm weg. Da ist er verwirrt, der Fresh. Oh, was ist das für ein Pass? Bronzepass, ey. Von dem Goldspieler? Ne, das war Bronze. Mein Linksverteidiger war das. Achso. An den Ball kommen, weiß keiner. Aber ist auch egal. Bronze setzt sich ja durch, ne? Muss man halt einfach sagen. Der Wahnsinn, oder? Ja. Und da war wirklich so, hä? So, weißt du? Wie wenn ich mir den selber reingehauen hätte. Deine Spieler sind doch da eigentlich, ne? Muss doch entweder der Keeper oder der Innenverteidiger oder was da war nehmen. Halbzeit. Erstmal Halbzeit. Okay, dann alles ich, noch offen, das ist das Gute. Ja, schenke ich Fresh erstmal in der zweiten Halbzeit noch zwei Buden ein. Er träumt, Freunde. Eigentore sind keine Buden, das weißt du, ne? Ja, ja. Upp. Mal gespannt, solltest du gewinnen, wer als nächstes dann raus muss? Ne, das ist jedes Mal spannend, wer raus muss. Egal bei wem. Und wenn mittlerweile die Bronze-Spieler die Buden machen. Ja. Das ging eigentlich relativ früh an. Ach, schade. Eiskalt! Der reingeht! Da triffe ich dich sogar aus, eiskalt! Und dann zack! Komm in den Winkel! Ich dachte, der geht Meter vorbei! Ja! Meter! Sind die Bronze 58 so? Schuss läuft! Haben die Bronze-Spieler stärker gemacht, ohne Witz! Ich weiß, aber 58 Schuss, Junge! Wenn es so weitergeht, spiele ich mit Bronze Weekend League. Ja, schade. Alter, er zieht mir nur die Beine weg. Er hat das vorbeigespielt. Schade. Das war nur die Beine weggezogen. Ja. Dann gibt's auch Geld. Ja, was macht die Kamera jetzt? Keine Ahnung, bei mir ist sie normal. Alter.
Beide hochkonzentriert. Ja, jeder will gewinnen. Muss man ja sein, ne? Schade, dass ich nicht den zweiten Ball bekomme, irgendwie. Lucky Punch-mäßig. Hätte die Grätsche gesessen, ey. Joker komm. Alter, Brand! Nicht so brandgefährlich heute. Nee, definitiv nicht. Der ist nie brandgefährlich. Aha, was ist das? Das ist eher gefährlich fürs eigene Spiel. Ein Spieler von dir hat sich verletzt. Ah, oh, geht schon. Würde ich auswechseln. Das ist mein Bronzespieler, kann ich nicht auswechseln. Hab keinen Bronze auf Ersatzbank. Na! Kriegt er halt im Nachgreifen nochmal den Scheiß. Easy Game. Geh halt hin! Den einen Schritt! Ist so schwer. Wuhuhu. Als ob! Bronzespieler, easy! Was ist mit dem kaputt? Wenn man überlegt, in den letzten Jahren haben Bronzespieler die Bälle einfach in den Himmel gejagt. Eieieiei. 58 Schuss auch. Nice. Das Gute ist, du hast halt auch zwei Stürmer, die Bronze sind. Das Schlechte ist, du hast teure Bronzespieler gekauft. Den krieg ich! Na, Alter, ja. Ah, schade. Hä, hab ich noch einen Foul gemacht? Okay. Keine Ahnung, wie. Ja, ich hab Kreis gedrückt für Schießen, wahrscheinlich dadurch. Könnte sein. Warum kretsch... ich hab ohne Witz nichts dergleichen gedrückt. Ich hab X gedrückt zum Passen quasi. Also zum Hingehen, so, weißt du? Ja. Ich verstehe dich. Ich finde jedes Mal wieder lustig. Wenn man die Schussantäuschen macht und dann fällt einer einfach. Hand? Gibt's nicht. Hauptsache du hast beide Bänder. Ja. Bänder kriegt rot. Welcher? Habe ich nicht gesagt. Alter! Ball gespielt. Ja, ja. Würde ich auch sagen an deiner Stelle. Alter, wo stehen meine Spieler bitte? Laufduell gewinnt. Abseits, schade. Da gibt's noch Gelb für das Foul vorhin, wo ich noch Schießen gedrückt. Alter, wohin? Er klärt Verrückzieher. Naja, klären nenne ich anders. Ja, das stimmt wohl. Dass der reingeht. Ist so absurd. Ja. Wobei deiner hat ja immer in 63 schießen. Meine haben ja irgendwas mit 50. Und hauen dann in den Winkel. Ich glaube, da läuft in der Berechnung was schief. Spätestens wenn du in der Weekend League nur Bronzespieler siehst, weißt du, was Sache ist. Glaube ich nicht, dass man das sehen wird viel. Ich habe ja Division Rivals nicht ein Bronze-Team gesehen eigentlich. Also außer die noch keine Spieler hatten. Ich
Ich wusste, dass du spielen wirst. Ich wusste es, aber ich konnte nichts dagegen tun. 3-3. Sehr ausgeglichene Partie. Bis jetzt. Ja, jetzt nehme ich dich kurz auseinander. Easy Game. Es wird halt Krebs, wenn wir irgendwann so viel Bronze-Spieler haben und die dann in die Verlängerung gehen. Ja, das könnte AIDS gehen. Die sind dann halb tot. Und spätestens beim Elfmeterschießen. Dann können die gar nicht mehr laufen, da zum Ball laufen. So. Ja. Na! Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du den Ball erwischt hättest durch die Grätsche. Hätte mich nicht gewundert, hätte ich jetzt rot bekommen für die Grätsche, obwohl es Ball gespielt war quasi. In Bronze Easy Game. Allein solche Passstaffetten, dass sie hinhauen. Ah, der darf gerne reingehen dann auch. Alter! Hä, ich? Das war voll vom Gegner. Na, von da an Freistoß, viel Spaß, ey. Kannst du überhaupt da anklicken, dass du den haben willst? Kann ich nicht anklicken, dass ich ihn direkt haben will. Ja, das geht dann von da gar nicht. Komischerweise. Ich finde. Ich dachte kurz, der hüpft rein. Wirklich. Wäre Bonga gewesen, also. Meinst du, wäre nicht verwunderlich dann? Nee. Wir wissen zwar selber nicht, wie sie es gemacht haben, aber haben es gemacht. Ups. Ach so, ist kein Foul. Hä? Abseits, oder was? Er gibt das Abseits. Du ziehst mir voll die Beine weg. Er weil gibt das Abseits. Weil vorher das Abseits passiert ist. Ist ja mega. Ja, aber eigentlich ist er erstes Foul passiert. Nee, erstes Abseits. Der Pass ist... Aber der hat ihn ja gar nicht bekommen. Er hat ihn bekommen. Ja, aber er hätte ihn ja... Er hat ihn noch nicht in dem Moment bekommen, wo die Grätsche da war. Ja, und? Da geht's drum, dass er... Dass die Ausführung des Passes vorher stattgefunden lächerlich hat. Er läuft einfach in die Mitte. Oder? Abseits! Das wäre aber auch eigentlich Abseits. Ja, den hat der Keeper. Eieiei, was für eine Partie, ohne Scheiß. Ah, dann nein, nein. Blockt er ihn nochmal. Oh, Schiri pfeift endlich mal ab. So, jetzt zweite Halbzeit, kurz Spieler einwechseln, easy. Mhm. Aber nur Gold gegen Gold. Ja, hab ich ja kein Problem. Frische Goldspieler werden schon geil eigentlich sogar. Ah, mehr Ruhe in dem Pass. Ja. So viel Ruhe dann auch wieder nicht. Ah, wohin geht er? Ja, Schäden. Muss das sein? Nö. Das ist Bender, der hat schon gelb. Ja! Hat funktioniert! Ist so gut.
Ich habe gesehen, du ziehst den Spieler raus und dachte, komm bitte. Haben wir ja den nächsten auf der Abschlussliste. Na, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also, du machst jetzt noch eins. So nicht. Oh, kriegst du noch eine Chance, vielleicht? Ah, nee. Er hat schon gelb, Schiri. Ja. Oh. Oh, vielleicht kriegst du noch einen. Nee. Nie im Leben. Oh. Mann, lauf doch anständig. Jawohl. Und spiel den Pass richtig. Naja, puh, egal. Okay, wer wird's? Wer wird's, Freunde? So, ich bin gespannt. Aber gib mir die Statistik. Oh, die nicht, die nicht, die nicht. Sissoko, 8,8. Sissoko, ja. Eieiei. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei Gaming Ninjas vorbei. Ansonsten noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.